Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Einfach wieder am Start. Und zwar bei der nächsten Review der nächsten Vorstellung. Und zwar dieses Mal direkt aus dem Auto raus. Und zwar hier mit der Universal-Tablet-Halterung. Und zwar für Tablets von 7 bis 10,1 Zoll. Was macht man im Auto, wenn man auf Urlaubsreise geht? Eigentlich sich nur auf der Rückbank langweilen. Oder man kann das Ganze auch ein bisschen besser genießen. Wenn man schon die Liegeposition einnehmen kann, dann kann man das Ganze auch ein bisschen besser genießen. Wie gesagt, in der Hinsicht, dass man einfach hinten sein Tablet anschließt und dann ein bisschen Serien guckt, Filme guckt und die Autofahrt einfach mal ein bisschen genießt. Kann sich natürlich genauso gut an Kinder richten. Also ist das Ganze eine sehr praktische Gelegenheit. Hier einfach mal eine Tablet-Halterung. Mir ist schon die ein oder andere kaputt gebrochen. Jetzt bin ich gespannt, ob die hier ein bisschen stabiler ist. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal an, wie das denn so aussieht. Verpackt wird sie hier im normalen Pappkarton selbstverständlich. Da haben wir die Halterung fürs Tablet. Hier haben wir die Halterung für die Kopfstütze. Und hier an der Stelle ist irgendwas dazwischen gerutscht. Was haben wir denn da schon wieder verloren? Gucken wir mal. Was ist denn das hier? Das kann ich ja noch nicht ganz deuten. Sieht fast aus wie so eine Smartphone-Halterung oder was soll das sein? Wir gucken mal direkt nach. Also hier die Tablet-Halterung an sich, Quatsch, die Kopfstützen-Halterung an sich. Ein ziemlich simples Prinzip und es ist auch immer dasselbe, wie ich finde. Allerdings ist die Halterung hier etwas stabiler als die vorige, die ich hatte. Die ist nämlich einfach mit Ach und Krach während der Fahrt abgebrochen. Da habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier hat man also verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, sodass man hier versuchen kann, das Ganze richtig schön festzukriegen. Hier vorne wird dann die Halterung fürs Tablet befestigt. Das Ganze sieht ungefähr so aus, wenn es dann rauskommt. So, und die Halterungen hier sind relativ idiotensicher. Tatsächlich. Es gibt ja welche, wo das Tablet reingespannt werden kann von rechts nach links und es gibt welche, die quer halten. Also hier fährst du quer, siehst du mehr, beziehungsweise hast du hier das Tablet direkt in der Mitte und hier sind Gummierungen und an der Seite sind auch Gummierungen. Somit ist es also ideal, dass das Tablet nicht von alleine rausrutscht. Ich habe jetzt gerade mal das kleine 10 Zoll Tablet hier dabei. Das 10 Zoll Tablet habe ich tatsächlich nicht dabei, aber es passt genauso rein, weil das Teil sich hier einfach unnormal weit ausziehen lässt. Und zwar funktioniert das so auf beiden Seiten. Das rastet aber auch nicht ein. Also einfach hier ziehen. Kann es jetzt hier schlecht vormachen, aber hier funktioniert es auf jeden Fall ideal. Das Ganze wird ineinander reingehakt und zwar indem man das Ganze hier so aufeinander drauf pitcht und dann das hier so rüber zieht. So, gucken wir mal, ist es eingerastet? Nein, ist noch nicht drin. So, jetzt ist es eingerastet und dann sitzt das da fest drin. Was hier so wackelt, ist der Kugelkopf. Der Kugelkopf ist eigentlich nur dafür da, damit das Tablet in allen Variationen und Höhen eingestellt werden kann. Dann zum Schluss muss man hier natürlich noch die Schutzfolie abziehen. Die Schutzfolie verdeckt hier das Gummi und das Gummi ist natürlich dafür da, dass das Tablet da gut dran hält. Das ist wirklich eine gute Sache. Somit rutscht auch nichts raus, egal ob Kopfsteinpflaster oder Autobahnfahrt, ist auf jeden Fall alles gesichert. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit dem Tablet an, wie das hält und wie das so aussieht. Wenn man es vielleicht im Hintergrund hören kann, das absolute Hundswetter, miserabel ist es hier gerade. Man muss sich ins Auto flüchten, damit man hier überhaupt nicht doll nass wird. Regnet ja zurzeit so viel, das ist ja Wahnsinn, ist das hier. Heute ist der 26.07. morgens um 8 Uhr und es regnet einfach mal seit Tagen durchgehend. Unglaublich. Aber hier, wie gesagt, zur Tablet-Halterung mal zurück. Kurzer Wetterbericht eben gerade mal am Start gewesen. Hier, so sieht das Ganze aus. Tablet ist eingespannt. Das ist das kleine 7-Zoll-Tablet. Es reicht natürlich, wie gesagt, für das 10-Zoll-Tablet auch. Aber 7-Zoll-Tablets halten auch stabil, wie man das Ganze so sieht. Hier, dieser Kugelkopf ist dafür da, damit das Ganze natürlich von der vom Sichtwinkel stabilisiert werden kann. Das ist immer sehr praktisch und somit auch hilfreich. Hier hinten müssen wir mal gucken. Ich glaube, die müsste ich jetzt hier, das ist tatsächlich ein Drehverschluss, also Schraubverschluss sozusagen. Muss mal ganz kurz gucken, wie ich das locker kriege, hier mit einer Hand. Stativ ist ungünstig hier gerade aufzustellen. Ah ja, genau. Einfach locker schrauben. So, und je lockerer ich das schraube, kann man das Ganze dann gut erkennen. Trotz Unschärfe, die wieder mal da ist, dass das Teil sich dann hier bewegen lässt. Und das hier ist dafür da, dass das in der Kopfstütze eingespannt werden kann. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie ich das Teil hier rausgezogen kriege. Genau so funktioniert es. So, also hier das Teil erstmal locker drehen. Hier, willkommen an den Urlaubsmüll noch.
Muss erstmal weggeräumt werden. So, ganz einfach, das Teil wird hier so draufgeschoben. Und dann kann man hier die Kopfstützenbreite, die ja eigentlich ein Standard ist, variieren. Somit ist das Teil also individuell verstellbar. Und wir können das Ganze an jedes Automodell anpassen. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, ob es hier drüben passt. Was ist da los? Na, komm schon. Komm schon. Einmal darüber. Das Ganze dann... Oh, ist noch nicht locker genug. Das Ganze noch ein bisschen lockerer drehen. So, bevor es hier wieder abbricht. Aber das dürfte eigentlich nicht abbrechen. Jetzt hat man es gesehen, es ist eingerastet. Hier ist es auch eingerastet. Dann drehe ich die beiden einfach nur wieder fest. Und Daumen dafür schon mal, dass das hier Drehverschlüsse sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das andere Teil, ich mache da mal ein Video zu, Vergleich von den unterschiedlichen Halterungen, unter anderem von der letzten, die mir einfach mal abgebrochen ist jetzt wieder. Da muss ich das ganze Teil dann nochmal in Augenschein nehmen. Da ist hier so ein Klapphebel gewesen und ich habe den Klapphebel wohl anscheinend zu doll rüber gedrückt, damit das Ganze einrastet und ruckzuck ist es abgebrochen. Und somit hält das Teil natürlich nicht mehr 100% genau. Das ist schlecht, aber es ist noch nutzbar. So, jetzt hier zu dem Kugelkopf. Der Kugelkopf sollte natürlich so eingestellt werden, dass er fest ist. Das heißt, ich drehe jetzt hier einfach mal rum. Wir gucken mal, wann sich das Ding festigt. Es festigt sich gerade noch gar nicht. Warum macht es das denn nicht? Es müsste sich doch eigentlich festigen. Wieso macht er das nicht? Kann er das Tablet nicht so locker lassen? Oder ach so, muss ich in die andere Richtung drehen? Kann das sein? Ja, ich glaube so rum, oder? Ja, tatsächlich. Also Schraubverschluss in die entgegengesetzte Richtung links rum drehen und nicht rechts rum. Und dann läuft das Ganze. Also es läuft nicht, aber es sitzt auf jeden Fall fest. Um nicht zu sagen bombenfest. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wenn wir das Tablet einspannen, ist ja bei den meisten Tablets eh egal. Wir haben jetzt hier hinten diese Nut. Da steht das Ganze mit Open und Close, steht das hier nochmal drauf. Mal gucken, wir kriegen es nicht scharf. Es ist einfach nur unmöglich hier, die Belichtung. Unterirdisch, würde ich mal fast sagen. So, okay. Funktioniert aber trotzdem. Das heißt, wir setzen das Teil hier einfach so rein. Gucken wir mal, ob wir es hier sehen von hinten. Ne, man sieht hier gar nichts. Aber einfach das Teil hier rein und dann drücken wir es, bis es klackt. Beziehungsweise gucken von vorne. Jawohl, schmeißt das Ding ruhig weg. Schwierig gerade. Der einarmige Bandit auf jeden Fall dabei. So, das Teil hier also rein. Komm schon. Und jetzt einfach nur rechts rüber drücken. Mit aller Macht. Ja, klack. Nicht abgebrochen. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil. Und jetzt kann ich das Teil hier wirklich drehen, wie ich möchte. Ist ja logisch, ist ja Tablet halt, ne? Und kann die Höhe halt auch noch variieren von der Sichtweite. Ob ihr jetzt gerne zur Decke guckt oder lieber von unten nach oben, das ist ja euch überlassen. Und von der Sitzhöhe natürlich, wie man denn da sitzt. So sieht das also wirklich aus. Eine sehr, sehr gute Sache, finde ich persönlich. Das Teil hält auf jeden Fall, was es verspricht und ist auf jeden Fall ziemlich sicher. Hier die Gummierung auch an der Seite. Somit können keinerlei Kratzer entstehen. Ganz kurz mal ein Stück zurück. Warum machst du den Hintergrund scharf? So, hier sitzt es gut drin. Ich kann das natürlich noch fester schrauben. Das ist natürlich selbstverständlich. Und diesbezüglich kann ich das Ganze im Hochformat oder auch im Querformat nutzen. Wie gesagt, alle Tablet-Arten sind davon betroffen, ob jetzt 7 Zoll oder 10 Zoll. Bei 5,5 Zoll Smartphones funktioniert es nicht. Da nimmt man dann an der Stelle wahrscheinlich lieber die Seitenscheibenhalterung. Die ist ideal für kleine Smartphones. Die kann man ja fürs Navi nehmen, fürs Smartphone, zum Film gucken, einfach an die Scheibe ranbatschen. So. Und so funktioniert das auch ideal. Habt ihr also auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, das Teil so zu nutzen. Ja, ich finde es eine sehr gute Variante. Ich finde es auch sehr gut, dass das hier so fest ist. Und wie gesagt, ich mache da nochmal ein Video drüber, wie das Ganze aussieht, wenn das Ganze nicht so fest ist. Also wenn das ein Plastik für die Mülltonne ist. Dieses Plastik hier wirkt sich auf jeden Fall hochwertig drauf aus. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache und funktioniert und erfüllt auch seinen Zweck. Das soll dazu erstmal gewesen sein. So sieht das Ganze aus, wenn man hier halt sein Tablet, egal welche Zollgröße, hinten am Rücksitz hat. Die direkte Draufsicht nochmal. Ideal, praktisch. So kann man damit auf jeden Fall leben und die ein oder andere Autofahrt definitiv genießen. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review wieder. Das Produkt ist selbstverständlich in der Infobeschreibung verlinkt. Kurzer 360-Grad-Blick, einmal ringsrum. Wie sieht das Teil eigentlich von vorne aus? Stört es den vorderen Sitzplatz? Nein, stört es nicht, denn hier vorne sind ja
die Kopfkissen dran oder die Nackenkissen, wie man das auch immer beschreiben möchte, die Kopfstütze an der Stelle. Und hier unten sind die normalen Verschlüsse. Das heißt, da kann also nichts stören dran. Das ist wirklich sehr praktisch. Jetzt hier auch nochmal von der Seite die Ansicht gesehen. Da ist wirklich Platz genug. Das Tablet geht direkt nach hinten weg. Wenn hier also gebremst wird, kann nichts passieren. Das Ding ist bombenfest. Da wackelt der ganze Sitz sozusagen mit hier. Da kann nichts passieren. Ja, schöne Sache an der Stelle erstmal. Wie gesagt, ist in der Beschreibung verlinkt. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin erstmal auf Wiederschauen.